Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Blackout-Video. Wie vielleicht die meisten von euch bin ich zurzeit ziemlich am Blackout suchten. Ich habe auch schon ein paar Wins geholt und würde sagen, dass ich mich mittlerweile ganz gut im Blackout eingefunden habe. Und aus diesem Grund habe ich für euch ein paar Tipps zusammengestellt, die euch auf jeden Fall den Weg zum Sieg erleichtern sollen. Auch fortgeschrittene Spieler können sich hier noch den einen oder anderen Tipp abholen, denke ich. Und ohne viel drum herum zu reden, würde ich sagen, viel Spaß beim Video und let's go! Blackout hebt sich doch recht stark von anderen Battle Royale Shootern wie PUBG oder Fortnite ab. Unter anderem gibt es nämlich Perks, die ihr mitnehmen und konsumieren könnt. Es gibt für so ziemlich jede Situation das passende Perk. Ich werde jetzt nicht jedes Perk einzeln erklären, da das ein bisschen den Rahmen sprengen würde, sondern einfach mal die nennen, die ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet. Wenn ihr gerade gelandet seid, solltet ihr auf jeden Fall auf die Perks Schleicher, Wachsamkeit, Totenstille und Techniker achten. Mit Techniker seht ihr alle Fahrzeuge in der Nähe durch Wände hindurch und könnt direkt durchziehen, wenn ihr alles gelootet habt. Solltet ihr diese Perks am Anfang finden, haut ihr euch diese am besten direkt rein. Für den Weg Richtung Zone oder auf großen Flächen machen die Perks Leichtgewicht, Paranoia und Außenstehender Sinn. Bei Paranoia hört ihr einen geisterartigen Sound aus der Richtung, aus der ihr anvisiert werdet. Damit sollten Tode, wo ihr einfach auf offener Fläche umkippt, weil ihr gesniped werdet, seltener bis gar nicht mehr vorkommen. Durch das Perk Außenstehender macht die Zone weniger Schaden. Kommen wir zum Tipp 2, der Heilung und Rüstung. Bei der Heilung gibt es einmal Verbände, die 25 HP generieren, dann gibt es Medikits, die 50 HP wiederherstellen und mit dem Trauma-Kit bekommt ihr sogar 200 statt 150 HP. Heilung solltet ihr generell immer so viel mitnehmen, wie ihr tragen könnt, davon kann man eigentlich nie genug haben. Genau wie Rüstung, die wirklich einen merkbaren Unterschied macht. Selbst die Rüstung Stufe 1 lässt euch einige Kugeln mehr aushalten. Dann gibt es noch Stufe 2 und Stufe 3 findet man nur in Loot Drops und damit machen wir am besten gleich weiter. Tipp 3, Loot Drops und andere Kisten. Irgendwann in der Runde sagt der Ansager irgendwas mit Vorräte werden abgeworfen oder so ähnlich, dann fliegt ein Flugzeug über die Map und wirft Loot Drops ab. Behaltet dabei die Kisten im Auge, denn die fallen recht schnell zu Boden und wenn ihr direkt da seid, seid ihr meistens auch alleine da. Darin findet ihr ziemlich oft, wie gerade erwähnt, Rüstung Stufe 3, aber auch Waffenvarianten. Die haben ein Anhängsel am Namen, wie zum Beispiel Rampart SE oder Titan Agent. Diese Waffen könnt ihr dann auch auf dem Boden finden, die sind dann so gold markiert. Auf solchen Waffen ist dann in jedem Aufsatzslot ein zufälliger Aufsatz schon drauf. Sprich, diese Waffen sind voll ausgerüstet. Neben den Loot Drops gibt es aber noch die normalen Kisten, die ihr ab und zu in Häusern findet. Darin befinden sich dann ein paar nützliche Sachen, wie eine normale Waffe, ein paar Aufsätze und Healing. Dann gibt es noch Verbandskästen, die sind auffällig rot und darin befindet sich alles mögliche an Healing, meistens auch ein Traumakit. Zu guter Letzt dann noch die Wunderkisten, die stehen meistens in Zombie-Bereichen und darin findet ihr ähnliche Sachen wie in den Loot Drops und nur in den Wunderkisten zu finden ist die Galil und die Railgun. Kommen wir zu Tipp 4, die Schnellauswahl. Die Schnellauswahl ist ein ziemlich praktischer Slot, den ihr öffnet, indem ihr das D-Pad nach oben drückt. Dabei werden euch dann alle alternativen Items zu den aktuell ausgerüsteten Items angezeigt. Ihr könnt in diesem Menü zum Beispiel die Granate wechseln oder Perks benutzen. Ziemlich hilfreich das Ganze und neu im Battle Royale Genre wie der Wingsuit, mit dem wir am besten gleich weitermachen. Tipp Nummer 5, nutzt den Wingsuit. Ihr habt dauerhaft einen Wingsuit an, den ihr zum Beispiel automatisch beim Landen benutzt. Ihr könnt ihn aber auch einsetzen, indem ihr von einem hohen Gebäude springt und X gedrückt haltet. Okay Leute, das waren 5 hilfreiche Tipps für Blackout. Falls ihr noch mehr sehen wollt, lasst doch ein Like da und schreibt mir in die Kommentare, ob ich einen zweiten Teil machen soll. Lasst gerne ein Abo da, falls euch mein Content gefällt. In diesem Sinne, man sieht sich im nächsten Video. Haut rein. Ciao. We'll be right back.